So, liebe Liebenden, ich möchte einfach mal festhalten, dass mir mein Ehemann wohl das weltbeste, wunderschönste Gewächshaus baut, das die Welt je gesehen hat. Das wird schon so ein kleiner Gewächshaustraum, wenn ich das mal so erwähnen darf. Und da kommt der Erbauer. So, jetzt kommt endlich das Dach auf unser Gewächshaus. Lang genug hat es gedauert. Du musst mal winken. Ja, so sieht es zurzeit aus. Ich gehe mal ein bisschen näher. Hier die Müllecke muss ich euch nicht weiter erläutern, aber geht im Moment nicht anders. Zu viele Baustellen im Moment. Gibt später noch mal ein Update, wenn das Dach drauf ist. So, sag tschüss. So, wunderschönen guten Morgen zusammen. Es gibt noch mal ein Update von unserem Gewächshaus. Es ist ziemlich früh am Morgen, aber wir sind schon fleißig, gibt viel zu tun. Ja, es ist ja jetzt endlich soweit, dass wir zumindest die eine Seite bepflanzen konnten. Aber wir mussten nochmal das Ganze mit viel und hohem Arbeitsaufwand verändern, weil wir festgestellt haben, dass wenn es regnet, das Wasser auf dem Dach steht. Und dann haben wir diese ganze Seite da drüben, die Balken, abstützen müssen, haben die einzelnen rausgenommen, gekürzt, wieder eingesetzt, damit wir eine größere Dachschräge bekommen, damit jetzt auch das Wasser abläuft. In Fachkreisen Gefälle genannt. In Fachkreisen Gefälle genannt, genau, der Klugscheißer schon wieder. Andere legen ihre Autos tiefer und wir unser Dach. Genau, so sieht's aus. So, und dann haben wir hier die Verkleidung an den Seiten dran gemacht. Da kommen jetzt in die Zwischenräume da kommen noch mal Balken rein, damit es noch mal ein bisschen dichter wird und damit die Folie später einen sauberen Übergang hat. Ja, so sieht's aus. Endlich Tomaten drin und auch Tomaten dran. War alles etwas schwierig dieses Jahr, aber ich finde, dieser Anblick ist schon wirklich ein Traum.